Wir sind heute wieder bei Die Linke in Corona-Zeiten und diesmal habe ich mir Thomas Lissner eingeladen. Und wer im Osten das Kürzel NGG nicht kennt, ist da, glaube ich, leider in ziemlich guter Gesellschaft. NGG heißt Gewerkschaft Nahrung, Gaststätten und Genussmittel. Im Osten ist der gewerkschaftliche Organisierungsgrad deutlich geringer. Und ich habe mir deshalb Thomas Lissner eingeladen, weil wir in Corona-Zeiten etwas erleben, was dieser Entwicklung entgegensteht, nämlich, dass Menschen auch in Ostdeutschland sich organisieren, und zwar aufgrund leider eines traurigen Anlasses. Das einzige Werk von Haribo im Osten in Wilkau-Haslau soll geschlossen werden. Und das ist nicht so ohne weiteres möglich. Deswegen habe ich mir Thomas Lissner eingeladen, was die Belegschaft dagegen tut, soll er hier erzählen. Ich will aber vielleicht noch zwei, drei Sachen am Anfang sagen. Wir unterstützen die Kämpfe der Belegschaft beim Erhalt dieser Standorte. Und ich bin absolut sicher, dass wir das nur hinbekommen, wenn die Belegschaft, aber auch diejenigen, die dort mitleben, die dort auch in der Nähe im Umfeld sind, wenn die diese Kämpfe unterstützen. Es ist ja nicht so, dass wir in Corona-Zeiten viel sozialen Sprengstoff haben, der nicht, also der auf der anderen Seite, der da ist, sondern es ist ja so, dass wir viel stärker noch darauf achten müssen, dass der zweite Lockdown, den wir jetzt haben, nicht zum totalen Absturz führt. Und deswegen gebe ich jetzt mal Thomas das Wort. Sag mal, Thomas, warum und was passiert da gerade in Wilkau-Haslau? Was läuft da? Also man könnte sagen, es ist schon vieles gelaufen. Also wir haben die schlimme Nachricht gehört von Haribo auf übelste Art und Weise, muss man ganz klar und deutlich sagen, dass das Werk im Prinzip 2 Monate später geschlossen werden soll. War am 30.10. Und die Leute standen von heute auf morgen vor dem Nichts. Wir haben uns dazu entschlossen, zu sagen, wir machen es erstens Haribo so schwer wie möglich und wir versuchen, um den Erhalt des Werkes und um die Arbeitsplätze zu kämpfen. Und das ist uns trotz Corona, diesen schweren Zeiten, glaube ich, sehr gut gelungen. Wir wollten zudem noch erreichen, dass die Kündigungen hinausgezogen werden. Und all das haben wir geschafft. Wir haben medial mit ganz vielen Unterstützern hin von Bürgermeistern, Landespolitik, Bundespolitik, gemeinsam mit Vereinen wirklich alles getan, was in unserer Macht steht, um Aufmerksamkeit zu erzielen, um im Prinzip Haribo Druck zu machen, dass es nicht so einfach geht, wie Sie sich das gedacht haben, nämlich Sie legen uns einen ganz schlechten Sozialplan vor, den wir ganz schnell unterzeichnen sollen und dass dann ebenfalls so eine Abwicklung passieren sollte, wie in Mainbernheim vor 2 Jahren, wo ebenfalls Haribo im Werk in Bayern geschlossen hat. Das war eben Ziel von Haribo. Sie haben nicht damit gerechnet, dass es hier so einen großen Widerstand gibt. Und das war nur möglich aufgrund der großen Kampfesbereitschaft der Beschäftigten und diesem breiten Bündnis aus allen Partnern und Bevölkerung. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Jetzt ist der, Jörg, was? Jetzt ist der aktuelle Stand so, wir kämpfen gegen alle Widerstände, die es so gibt und vor allen Dingen gegen Corona. Wir sind zurzeit die Hände gebunden, weil eben die Zahlen so sind, wie sie sind. Öffentliche Veranstaltungen sind unwahrscheinlich schwer. Die Produktion wurde dazu noch eingestellt, sodass es nur noch gewisse Beschäftigungsgruppen gibt, die dort mit Aufräumarbeiten zu tun haben. Und es ist unwahrscheinlich schwer, jetzt die Mannschaft nochmal komplett zusammenzuholen. Wir versuchen es trotzdem, es gelingt uns auch, aber es wird halt immer schwieriger. Was wir jetzt ganz einfach fordern, ist, wir brauchen jetzt eine ganz schnelle und klare Lösung für einen Nachfolger und am besten einen Süßwarenhersteller, dass es ein Betriebsübergang wird, der eben uns automatisch besorgt, alle Beschäftigten gehen über. Das würde uns eine Zukunft bieten für Standort und vor allen Dingen für die Beschäftigten. Das ist uns aktuell ganz wichtig. Und da machen wir jetzt aktuell Druck über Presse, über Öffentlichkeit eben weiter.
Aber nochmal, warum wird Wilka Haslau überhaupt geschlossen? Denn alle Zahlen sagen doch, der Standort ist eigentlich gesund, oder? Ja, also mir hat gestern noch meine Kollegin versichert, es gab dort noch niemals rote Zahlen. Also es ist ein wirtschaftliches Unternehmen dort, in dem nicht investiert wurde in Substanz, in Maschinenpark. Und jetzt in der Corona-Zeit, kurz vor Weihnachten, kurz vor dem Jahreswechsel, wurde den Leuten verkündet, dass das Werk schließt. So, und das ist eine so große Sauerei, das kann man dem Beschäftigten nicht antun. Und es hat eben auch eine unwahrscheinlich schlechte Botschaft. Wir betreuen ja Nahrung, Genuss, Gaststätten, wir betreuen ja im Prinzip die Gastronomie, Bäckerhandwerk, Fleischerhandwerk. Die kämpfen gerade ums Überleben, ums Überleben. Und ein Unternehmen, was Gewinne erzielt, in Summe von 2 Millionen treten jedes Jahr an die Gemeinde Wilka Haslau ab. Also 1,5 bis 2 Millionen, da weiß man ja auch, was die dort an Gewinne insgesamt machen. Und die schließen das Werk. Welche Außenwirkung hat das für gerade Unternehmen in dieser Region und bundesweit, die gerade ums Überleben kämpfen? Das ist einfach ein widerliches Geschäftsgebaren. Noch dazu, dass die Leute 30 Jahre Haribo in Wilka Haslau gefeiert haben und Haribo 100-jähriges Bestehen gefeiert hat. Also es ist einfach nur schockierend und es kann einem wirklich die Menschen dort nur leid tun, die dort wirklich so gute Arbeit verrichten bis zum Schluss. Denn die waren bis zum letzten Tag, haben die gute, also sehr, sehr hochwertige Produkte hergestellt. Und was noch für mich so schockierend war, was sich jetzt noch mal herausgestellt hat, zur letzten Schicht wurde die letzte Charge gesperrt, weil Haribo Angst hatte, dass die Beschäftigten in Wilka Haslau diese Produkte manipulieren. Also es ist einfach nur schockierend und entsetzlich. Das Problem daran ist ja, so wenn ich mal so als Arbeitsrechtsanwalt einhaken darf, in unserer Gesetzlichkeit ist es möglich, dass ein profitables Unternehmen trotzdem geschlossen wird. Allein entscheidend ist zunächst die unternehmerische Entscheidung, das Ding zuzumachen. Und die spannende Frage ist, wieso das eigentlich möglich ist. Wieso ist es möglich, dass ein Unternehmen, eine Betriebsstätte, die ja aufgebaut worden ist von der Belegschaft, betrieben wird von der Belegschaft, auch profitabel ist, am Markt arbeitet, auch nicht auf Subventionen oder Ähnliches angewiesen ist, wieso einzelne Führungsetagen entscheiden können, dass das Ding trotzdem zugehen soll? Warum? Weil wir ganz einfach keine Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten haben. Alles, was Personal betrifft, die Verpflichtung war ja auch, einen Sozialplan abzuschließen, um einen Nachteilsausgleich für die Leute zu generieren. Das ist uns auch durch die Proteste gelungen, weil der erste Sozialplan, der vorgelegt wurde, der hatte einen Faktor von sage und schreibe 0,35. Das haben wir auch noch nicht in die Öffentlichkeit kommuniziert. Das ist jetzt das erste Mal. 0,35 pro Beschäftigungsjahr und eine Tacklungssumme von 30.000 Euro. Das bedeutet, dass Leute, und da gibt es ganz viele in Wilka Haslau, die 40 Jahre im Werk arbeiten, die bekommen 40, ihr Bruttogehalt mal 0,35. Und wenn die über 30.000 kommen, da gibt es dort eine Tacklung. Und das hat mich einfach schockiert, weil ich dachte, Haribo beweist dort wenigstens so viel Anstand, dass sie dort wirklich für einen Nachteilsausgleich sorgen, aber den mussten wir uns erstmal erkämpfen. So, und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass Betriebsräte keine Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten haben, nur in den personellen Angelegenheiten. Und da sind uns eben bei Betriebsschließungen die Hände wirklich gebunden. Da kommen wir gleich nochmal drauf, auf die Frage, welche Möglichkeiten könnte es denn eigentlich geben, dass Betriebsräte auch oder andere Institutionen ein Mitbestimmungsrecht bekommen bei der Frage von Standorterhaltungen. Aber lass mich trotzdem nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Wenn
das Unternehmen eigentlich profitabel war. Warum glaubst du, wird trotzdem geschlossen? Gibt es sozusagen die Chance genutzt, in Corona etwas zu rationalisieren, was sonst nicht möglich wäre? Oder sind da weitere Gründe, Marktbereinigung? Oder was ist da eigentlich der wirtschaftliche Hintergrund für so ein Verhalten der Unternehmensleitung? Also uns kommt es jetzt auch wirklich so vor. Also erstens schwarze Zahlen, gute Produkte. So, es wird jetzt angegeben, die Entfernung zur Grafschaft, die ist einfach zu weit, 500 Kilometer. Aber ganz, ganz ehrlich, wenn ich das jahrelang betreibe und mir fällt das im Jubiläumsjahr ein und unterrichte dann die Beschäftigten 2 Monate vor Jahresende, dann ist das für mich in diesem Punkt überhaupt nicht nachvollziehbar. Und dann muss man eben auch gucken, Haribo hat natürlich auch wirtschaftliche Probleme. Das liest man ja auch in der Presse. Es ist passiert mit dem Werk in Grafschaft. Die haben dort einen riesen Komplex hingesetzt. Ausgegeben wurde es, glaube ich, mit 570 Beschäftigten, die dort Platz finden sollen. Aktuell sind dort 370. Die haben extreme Kapazitäten dort. Deswegen fällt es nicht ins Gewicht, wenn plötzlich Wilka Haslau wegfällt. So, die haben sich, so denke ich, einfach in diesem Punkt verzockt und schließen jetzt die Werke. Die haben in Bayern dieses Werk geschlossen und jetzt ist es natürlich ganz einfach zu sagen, okay, die Entfernung nach Wilka Haslau ist einfach zu groß. Aus wirtschaftlichen und logistischen Gründen können wir das perspektivisch nicht mehr vertreten. Und wir brauchen Werke, die in einem Umkreis von 100 Kilometern sind. Und da stört halt Wilka Haslau trotz dieser Gewinne. Und auch der Deutschlandchef hat auch nochmal die Beschäftigten gelobt, was sie für einen tollen Job über die Jahre geleistet haben. Aber es ist eben eine Entscheidung. So, und wir haben darauf gedrängt, der Betriebsrat vor allem, um mal zu wissen, die sagen, es ist nicht mehr wirtschaftlich. Die Investitionskosten wären einfach zu hoch gewesen, um sie zu stemmen, dass es irgendeinen Sinn ergibt. Und bis zum heutigen Tage konnten die uns nicht sagen, wie hoch ist denn die Summe überhaupt, die investiert werden müsste, um das Werk wirklich auf dem aktuellen Standard zu bringen. So. Und deswegen ist das nochmal ernüchternder, wenn man es nicht mal hundertprozentig belegen kann. Was hätte man können tun? Und da schreibt ja auch das Betriebsverfassungsgesetz vor, dass vor einer Entscheidung der Betriebsrat mit einbezogen werden muss, um dort letztendlich auch noch ein paar Vorschläge zu unterbreiten zu können. Und das ist alles nicht passiert. Von heute auf morgen wurde der Betriebsrat dort in Kenntnis gesetzt. Er hatte ja um das Gespräch gebeten, um 10 Befristete in einen festen Arbeitsplatz bekommen. Und sie haben sich schon gewundert, dass die Geschäftsleitung aus Grafschaft dem Termin sofort zugestimmt hat und gesagt hat, wir kommen nach Wilka Haslau, weil das nicht oft der Fall war. So, und der Betriebsrat hat vorgetragen, warum es wichtig ist, die Befristeten zu überführen in einem festen Arbeitsverhältnis und wie man auch noch verschiedene Produktionsabläufe nochmal optimieren könnte, um letztendlich auch dort nochmal ein Stück weit profitabler zu sein. Und dann wurden sie gleich unterbrochen und zu sagen, sie brauchen nicht mal weiterreden, lieber Betriebsrat, wir haben ja eine Präsentation für Sie, Ende des Jahres wird geschlossen. So. Und dann mussten sie noch eine Woche stillhalten und da wurde gesagt, eine Woche später gibt es dann eine Betriebsversammlung und da informieren wir die Leute. So, und da waren die sich auch nicht zu schade, in Corona-Zeiten alle Mann in einen Speiseraum, also saßen dort 120 Leute, um das zu verkünden. Und dann stand eben einer, der es mit zu verantworten hatte und hat in 2-3 Minuten das wirklich runtergestammelt. Und die Leute hatten nicht mal die Möglichkeit, mal Fragen zu stellen, weil die sind so schnell weg gewesen, da konnte man nicht mal Tränen abwischen, so schnell waren die weg. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, wie das den Leuten der Belegschaft, auch ihren Familien präsentiert wurde. Wie ist denn jetzt aber die Stimmung? Klar, zunächst mal Wut und Trauer, aber was wollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Beschäftigten dort jetzt eigentlich tun? Du hast gesagt, wir wollen es denen so schwer machen wie möglich. Das haben wir. Was ist genau? Was macht ihr?
Wir haben eben die Proteste gemacht. Wir hatten eine Luftballonsteigaktion mit dem Motto: Hans, hilf uns, so gen Himmel, um nochmal im Prinzip das abzuwenden. Einfach, dass es Haribo bleibt. Aber Haribo ist bei seinem harten Kurs geblieben. Wir hatten Protestveranstaltungen in Zwickau. Also ganz viele Aktionen. Der Thomas Gottschalk hat sich damit eingeschaltet. In der Politik haben wir ganz, ganz viel Unterstützung bekommen. Aber es hat nichts genützt. Und jetzt gilt unser Fokus eben, wie geht es weiter? Mit welchen Nachfolger? Denn dort gab es auch dieser Bundestagsdebatte eben die Aussage von Herrn Körper, dass es eben vier Interessenten gibt. Und wir möchten jetzt ganz einfach wissen, wer sind denn die Interessenten? Und das brennt den Beschäftigten jetzt auf die Nägeln. Und es ist auch wichtig, dass man jetzt auch mit offenen Karten spielt. Denn das Wichtigste am Werk sind doch die Beschäftigten. Die gut ausgebildeten Beschäftigten. Und das sind an der Zahl 150. So. Und wenn es einen Interessenten gibt, muss der doch das Interesse haben, diese Menschen, diese Arbeitskräfte zu sichern. Und das wird nicht passieren, wenn nämlich die ersten dann wenn der Ende März kommt und die ersten Leute wandern in die Arbeitslosigkeit oder die suchen sich jetzt was Neues. So, und wir brauchen jetzt Klarheit und wir möchten den Leuten auch jetzt nicht mehr ewig lange Hoffnung machen, sondern wir wollen jetzt Fakten schaffen. Wir möchten Haribo ein Bekenntnis abbringen, dass sie sagen, der und der steht zur Auswahl, es wird ein Betriebsübergang oder im schlechtesten Fall wird es eben kein Betriebsübergang, dann ist es für die Beschäftigten wieder so sehr offen, weil sie dann ja nicht wissen, der neue Betreiber, wann startet der seine Produktion, wie viele Beschäftigte wird er dann übernehmen, denn wenn es kein Betriebsübergang ist, dann müssen die Leute sich ja alle neu bewerben und dann wird er, der neue Chef, dann sagen, okay, für dich habe ich einen Platz und für dich eben nicht. Und das, wir haben es dann wieder nicht in der Hand. Und dafür sind die ganzen Kämpfe, die ganzen Proteste aus allen Kreisen einfach nutzlos gewesen, weil wir dann nicht letztendlich selbst in der Hand haben. Das ist klar. Also, wenn ein Betriebsübergang stattfindet, wenn also ein Käufer das bestehende Unternehmen, den bestehenden Standort mit all seiner Grundgesamtheit von Maschinen und Belegschaft kauft, gehen die Arbeitsplätze über und es gibt keine rechtlichen Verschlechterungen, jedenfalls für eine gewisse Frist nicht, sage ich jetzt mal. Für den Fall, dass es kein Überbetriebsübergang ist, dass also das Unternehmen erst geschlossen wird und dann sozusagen neu aufgebaut wird von demjenigen, welchen, dann könnte er frei wählen. Ich sage mal Strukturanpassung, Marktbereinigung, das ist doch das, was offenbar der Plan ist, oder? Wir kennen noch ganz, ganz, ganz viele genau solche Fälle. Es kommt dann ein neuer Unternehmer, der sich dann schon hinstellt als großer Retter und sagt dann, okay, ich stelle dich jetzt wieder ein. Aber es war zwar ein tarifgebundenes Unternehmen und du hattest auch nur eine 39-Stunden-Woche durch den Süßwaren-Osttarifvertrag, den wir als Gewerkschaft abgeschlossen haben. Wir müssen erst mal sehen, wie sich das Geschäftsfeld entwickelt. Du fängst jetzt erst mal an. Ich würde dir so anbieten, mal knapp über Mindestlohn und für eine 40-Stunden-Woche. Du hast aber, ist es ja deine Entscheidung, willst du bei mir anfangen oder nicht? Wir kennen das ja aus unendlich vielen Fällen. So, und das wollen wir natürlich nicht. Also dann brauchen wir ebenfalls, wenn es denn so einer ist, da sind wir auch aufgeschlossen, aber dann möchten wir auch sein Bekenntnis, dass er sagt, für die Leute soll sich im Wesentlichen nichts ändern. Und ich habe beispielsweise 120 Jobs zu vergeben, das ist meine Planung. Und ich wende natürlich dann den Süßwaren-Osttarifvertrag ab, dass ihr keine Angst haben müsst, dort irgendwelche Nachteile zu erleiden. Das wäre gut. Da würden wir dann auch natürlich alles dafür tun, um so einen Interessenten mit zu unterstützen, dass er den Zuschlag bekommt. Aber diese Klarheit muss den Leuten jetzt zugesandt werden, weil das ganz wichtig für sie ist. Prinzip Hoffnung gilt irgendwann auch mal nicht mehr. Da müssen wir gucken, dass wir die Leute anderweitig gut unterbringen. Du warst gestern ja im Betrieb.
für die Beschäftigten. Da kommen wir gleich nochmal drauf, aber vielleicht würde ich jetzt erstmal unsere Zuschauerinnen und Zuschauer reinblenden. Es gibt eine ganze Reihe Fragen und ich würde zunächst mal die Frage stellen, gibt es denn ein Angebot, sagst du ja, und Haribo hält hin? Das ist ein Zuschauer, der hier daraus fragt. Du gehst von Hinhaltetaktik aus. Ja, natürlich. Also wenn es keine Normen gibt, dann kann es ja auch sein, dass es zum Beispiel jemand ist, der nur diese Substanz kaufen will, als beispielsweise ein Logistiker, der das als Umschlagplatz benutzen will, dort vielleicht 5 Lageristen einstellt und letztendlich dort auch keine großen Gewinne erzielt werden, sodass die Stadt Wilka-Haslau letztendlich auch dort keine Gewerbesteuereinnahmen generieren wird. Also ja, es kann da alles passieren und Haribo ist sich darüber bewusst. Je länger die Zeit ins Land streicht, umso weniger Beschäftigte werden noch dort am Standort sein und warten auf einen neuen Investor. Also das ist ganz, ganz klar. Je weiter Zeit ins Land geht, umso nachteiliger ist es für die Beschäftigten und für den Standort. Ganz klar und positiv für Haribo. André aus Dresden schreibt, es klingt ja leider genau wie vor 30 Jahren in Ostdeutschland. Deindustrialisierung kennen wir hier ja fast alle. Könnte der Fall Haribo vielleicht in diesem Kontext gesehen werden? Thomas, was meinst du? Die Entwicklung, die passierte jetzt überall, ob in Chemnitz, in Plauen bei MAN, hat man schon das Gefühl, und der Wirtschaftsminister sagt das ja auch überall, dass es Parallelen dazu gibt, dass im Westen eben die Entscheidungen über den Osten getroffen werden, wie immer. Und Haribo ist ein schönes Beispiel dafür, dass es eben so einfach nicht geht. Dass die Leute einfach jetzt ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben und auch bereit sind, für ihre Rechte zu kämpfen. Und das Schöne an Haribo, das zeigt es auch, dass auch das ganze Umfeld dort bereit ist, mitzukämpfen. Und das kennen solche Unternehmen in den alten Bundesländern so nicht. Und deswegen ist es auch uns auch so wichtig, dass wir hier erfolgreich rausgehen. Dass es eben ein positives Beispiel hier gibt und kein weiteres Negatives. Denn das würde dazu führen, dass eben dieser Kampfesmut und dieser Zusammenhalt davon wieder erschüttert wird. Und das tut dem Osten, weiß Gott, nicht gut, weil die Leute endlich hier mal mehr verdient haben als ständig von Entscheidungen, die woanders getroffen werden, abhängig zu sein. Also endlich mehr mal keine verlängerte Werkbank mehr sein, ja. Endlich auch an das neue Selbstbewusstsein im Osten bei den Beschäftigten muss zu besseren Sozialstandards führen. Es gibt noch eine Frage im Facebook, die mich auch interessiert. Da wird gefragt, soll man jetzt Haribo boykottieren eigentlich? Also das ist für mich so eine zwiespältige Frage, weil ich weiß auch, es gibt ganz viele Beschäftigte in den alten Bundesländern, in Solingen, in Bonn, in Grafschaft, die haben auch alle Angst um ihren Arbeitsplatz. Und denen würde ich es nicht wünschen, dass die durch einen Boykott ihren Arbeitsplatz verlieren, ganz klar. Ich persönlich ist kein Haribo mehr. Also das, was dort passiert ist, das stößt mir so sauer auf, dass ich meine Konsequenz da gezogen habe und ich werde von diesen Produzenten nichts mehr konsumieren. Okay, also es geht nicht um individuellen Boykott, sondern was wir wollen, sind gute Arbeit, gute Löhne und einen guten Standort in Wilka-Haslau. Das ist eigentlich mit Boykott wahrscheinlich auch kaum zu erreichen. Das andere Selbstbewusstsein, genau. Wie können wir das eigentlich in einen Erfolg ummünzen? Woran arbeitet ihr gerade, um dort weiter Druck aufzubauen? Was plant ihr gerade? Nochmal ein Stück, was wir möchten, dass es solche Machenschaften nicht mehr gibt, dass man so nicht mehr mit Beschäftigten umgeht, wie es hier ein Beispiel passiert ist. Das geht ganz einfach so nicht mehr und das wollen wir auch nicht mehr. Das haben die Beschäftigten auch nicht verdient.
Und wir merken es ganz deutlich, und das hat angefangen mit den Tariefauseinandersetzungen bei Taekwon Rieser, hat sich hingezogen über ganz viele Betriebe in Sachsen, jetzt im letzten Jahr in der Ernährungswirtschaft Sachsen, wo eben die Leute das einfach nicht mehr mitmachen, die akzeptieren es nicht. Beispiel Kargel, Kargel in Rieser, Kargel in Krefeld. Die stellen fast dasselbe her. Der Unterschied im Ecklohn beträgt 1.000 Euro brutto. Das machen die Leute nicht mehr hin. Also die sind bereit, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und ja, und die Mentalität, die gibt es fast nicht mehr. Angst um den Arbeitsplatz zu haben, sondern wir wollen jetzt Gerechtigkeit herstellen. 30 Jahre nach der Wende. Und die Bereitschaft in den Betrieben ist echt unglaublich. Und man sieht da erstmal bei den Beschäftigten, was dort für Potenziale schlummern, die jahrelang verkannt wurden und die gar keine Beachtung gefunden haben. Dort sitzen die Profis an den Werkbänken und entschieden wird immer woanders und auf die Beschäftigten überhaupt keine Rücksicht genommen. Die werden auch nicht gefragt, sondern die müssen dann immer mit irgendwelchen Konsequenzen irgendwie klarkommen. Und das sorgt für Frust und deswegen sind wir sehr froh, dass wir als NGG auch in Corona-Zeiten bewiesen haben, dass wir gute Abschlüsse erzielen können. Das geht nur mit Zusammenhalt und für den haben wir gesorgt, flächendeckend. Und da sind wir sehr stolz drauf. Und die Leute vielleicht, vor allen Dingen, die können unglaublich stolz auf sich sein. Eine kurze Zwischenfrage kommt auch aus Facebook. Was verdient denn derzeit ein Haribo-Mitarbeiter so je Stunde nach dem NGG-Tarifvertrag? Sogar zwischen 13 und 15 Euro. Und da muss man sagen, Wilke Haslau, ich betreue eben auch, wie gesagt, andere Bereiche. Da gerade hier, das ist unerirdisch, da gibt es Bereiche wie das Bäckerhandwerk, die verdienen fast alle nur knapp über Mindestlohn. Das ist erschreckend. Und deswegen der Süßwaren-Ost-Tarifvertrag, das ist sicherlich noch nicht der beste. Der hat einen Abstand zum westlichen Tarifvertrag von im Ecklohn 150 Euro. Das sind nicht ganz so große Differenzen wie in anderen Bereichen. Aber wir haben hier zum Beispiel auch eine 39-Stunden-Woche, was in Sachsen auch eher eine Ausnahme ist. Ja. Da zu dieser Frage. Wir haben ja, und das habe ich letztens gelesen, im Osten ja gar nicht mehr diese richtige Aufholbewegung, die wir eine Zeit lang hatten, sondern mittlerweile pegelt sich der niedrigere Lohn gegenüber dem Westen auch über die Jahre so ein. Kannst du das aus deiner Gewerkschaftssicht bestätigen oder gibt es da weiter Angleichungstendenzen? Also in unseren Bereichen, dort wo wir stark sind, da gleichen wir schon an. Die Entwicklung sehen wir nur so, dass gerade die alten Bundesländer und viele Betriebe auch aus unseren Bereichen durch den Osten auch ein Stück weit leiden, weil dort wird gesagt, ihr könnt keine Forderungen stellen, denn eure Kolleginnen und Kollegen im Osten, die arbeiten für 2 Stunden weniger und für weniger Geld. Also seid mal nicht so gierig. Und dadurch wird auch das Tarifniveau in den alten Bundesländern in vielen Bereichen gedrückt. Und das muss ganz einfach aufhören. Und das zeigt ja auch die Corona-Geschichte, dass Reichtum wächst und Armut immer breiter wird. Also, und das sind ja die Tendenzen, wo wir entgegenwirken müssen und was uns, glaube ich, als NGG gerade jetzt ganz, ganz gut gelingt durch die Bereitschaft der Beschäftigten. Also gute Tarifverträge schützen vor Niedriglohn. Gute Organisierung der Arbeitnehmer schützt vor ein Aneinander-Ausspielen. Kommen wir zur politischen Frage. Was können wir politisch tun? Es gibt eine Frage im Chat. Was hat eigentlich unser Ostbeauftragter der Bundesregierung, ihr kennt den ja, der Herr Wanderwitz von der CDU, was hat der eigentlich dazu gesagt? Oder hat er sich zu dieser Frage überhaupt gemeldet? Wilkau Haslau, Haribo, Schließung? Also man muss ja wirklich sagen, es haben sich alle geäußert und alle sind über das Geschäftsgebaren schon sehr erschrocken. Was man natürlich auch sagen muss, ist, es wird aus diesen Kreisen natürlich auch ein Stück weit zu wenig Druck von einzelnen Personen auf Haribo ausgeübt. Aber das kann man auch nicht flächendeckend sagen, weil es ganz viele Politiker
auch gibt, die dort richtig massiv mitkämpfen. Es gibt dort ein breites Bündnis, aber es variiert eben. Ja, aber wir sind dort schon ziemlich froh, dass man dort wirklich ein breites Bündnis geschafft hinbekommen haben. Das ist uns in dem Maße noch nie, glaube ich, gelungen, dass es so viel Einigkeit auch unter den Parteien, demokratischen Parteien gibt. Nun zu den politischen Konsequenzen. Du hast gesagt, du möchtest, dass so etwas wie in Haribo, Wilka Haslau gerade passiert, nicht wieder passieren kann, dass das gar nicht möglich ist, so etwas zu machen, einen eigentlich gesunden Standort zuzumachen, beziehungsweise durch gezielte Unternehmensschließungen diese Rationalisierung durchzuführen. Was wäre denn eigentlich, wenn im Kündigungsschutzgesetz das Verbot von solchen unternehmerischen Entscheidungen bei gesunden Unternehmen verankert wäre? Würde euch das helfen? Natürlich würde es uns sowas was helfen, aber ich bin da ganz ehrlich, wir brauchen nicht über Dinge zu reden, die nie eintreffen werden. Ich bin da eher Praktiker und muss sagen, wir haben unseren Job gemacht als Gewerkschaft und vor allen Dingen die Beschäftigten. Wir haben gekämpft und das Umfeld auch. Und jetzt muss eben Politik sich auch Gedanken machen, wie sie uns dort ein Stück weit unterstützen können bei genau solchen Gebaren. Was kann man dort machen? Aber dass man jetzt irgendwas sagt, was dann sowieso nicht eintreten wird, da möchte ich mich auch nicht ganz so damit befassen. Gut, ich würde mir das einfach wünschen, dass Haribo auch das Beispiel dafür ist, dass es Unternehmen mitbekommen, was eben auch Haribo jetzt von Imageverlust erleidet, da für so eine Schweinerei zurecht, und sich vielleicht dreimal überlegt, ob es bereit ist, so eine Entscheidung zu treffen und ihren Mitarbeitern so etwas anzutun. Das, glaube ich, wird jetzt ein Stück weit vielleicht auch in Unternehmerkreisen stattfinden, dass jetzt auf Haribo geguckt wird und vielleicht zweimal überlegt wird, treffe ich so eine Entscheidung, vor allen Dingen in so einer Art und Weise, oder mache ich das lieber etwas anders, gebe nochmal einen Betriebsrat eine Chance, auch mit Ideen zu entwickeln. Das wäre unser Wunsch im Prinzip, und ich glaube, das wird auch so passieren bei vielen Unternehmern. Jetzt würde ich nochmal Daniel reingeben. Gibt es weitere Fragen aus Facebook? Gibt es weitere Punkte, die angemerkt werden? Wie ist bei dir die Reaktion der Zuschauerinnen und Zuschauer, Daniel? Ja, du hast ja schon viele Fragen aufgegriffen, die gekommen sind. Vielleicht, was nochmal spannend wäre, wäre die Frage, wie eigentlich die innerbetriebliche Solidarität da aussieht. Also wie verhalten sich eigentlich die anderen Haribo-Standorte dazu? Das ist natürlich auch nie leicht, das ist klar. Aber die Frage wäre natürlich schon, gab es da Reaktionen? Wie ist man damit umgegangen? Das wäre so eine Frage. Es gab nochmal eine Anmerkung, dass der Lohn ja eigentlich gar nicht so schlecht sei mit 13 bis 15 Euro. Da könntest du vielleicht auch nochmal ein bisschen was sagen, Thomas, ob das ausreichend ist oder wie gesagt, du hast ja zu einer Differenz zu den westdeutschen Tarifverträgen gesprochen, was es auch nochmal praktisch vielleicht heißt, damit die Leute eine Vorstellung bekommen, dass man da vielleicht auch nochmal mehr haben könnte. Ja, ansonsten sind ja viele Fragen, also eher so Stellungnahmen dazu, zur Frage von und auch viel Unverständnis dazu, dass da so ein Werk, was normal läuft, also wo wir nicht mal drüber reden müssen, dass es unwirtschaftlich ist oder so, sondern wo sehr viel Unverständnis dazu darüber ist, dass so ein Werk geschlossen wird. Also Solidarität von den anderen Werken. Wir haben dort einen Gesamtbetriebsrat, der natürlich dort auch oft beim Betriebsrat in Wilka Haslau angerufen hat und auch eine Soli-Erklärung gegeben hat. Ja, aber letztendlich haben die Leute dort auch Angst um ihre Jobs. Und Haribo ist halt in Firmenkonstrukt, ein Familienunternehmen, was auch früher vom alten Eigentümer, wo vieles so geregelt wurde. Und da gibt es von der Struktur her schon eher die Mentalität, leise zu sein, nichts nach außen. Das merkt man auch jetzt ganz deutlich. Und so ist eben auch das Verhalten und die Solidarität. Ja? Also es gibt dort
schon Solidarität, aber nicht so, dass die Werke jetzt das in die Öffentlichkeit tragen und vor allen Dingen die Beschäftigten. Dort ist einfach die Angst zu groß. Aber das kennen wir ja aus dem Osten. Ja, aber vielleicht ändert sich da ja auch das eine oder andere. Gibt es denn so ein paar Ideen, was man da jetzt eigentlich machen könnte, wenn tatsächlich dicht gemacht wird? Nein, also wie gesagt, wir brauchen jetzt einen Nachfolger, der sagt, hier, mich gibt es hier, ich möchte das Werk übernehmen mit allen Beschäftigten. Und alles andere, es gibt jetzt Vorschläge, das in Eigenverwaltung, in Eigenregie weiterzuführen und so weiter. Genau, das meinte ich. Das geht den Leuten aber zu weit, das möchten die nicht. Und mir fehlt da auch die Idee dazu. Also wir fokussieren uns jetzt in den nächsten Wochen, dass hier Klarheit herrscht und das ist unser Ansinnen. Nochmal zurück zur Gewerkschaft. So ein Nebeneffekt, dass es die Gewerkschaftsmitgliedschaften bei Wilka Haslau Haribo gestiegen sind, gibt es aber schon, oder? Natürlich, natürlich. Ja. Also das war natürlich auch, das sind ja auch immer die Signale, wir erleben das auch in Tarifauseinandersetzungen. Für uns als Gewerkschaft ist das natürlich der Indikator. Wenn wir einen guten Organisationsgrad haben, dann machen wir alles mit. Also wenn die Leute sagen, wir machen eine Forderung von 500 Euro auf im Monat beispielsweise, überspitzt gesagt, natürlich, wenn der Organisationsgrad gut ist und wir schätzen das so ein, die Leute sind auch kampfeslustig, da machen wir alles mit. Und das war eben in der Vergangenheit nicht so. Es hat sich immer so bedingt. Die Beschäftigten, die haben zwar rumgemeckert, haben gesagt, die Gewerkschaft, die macht nichts. Wir wiederum haben gesagt, ja, okay, wir machen nichts, ihr habt so einen schlechten Organisationsgrad. Und so hat man sich gegenseitig gebremst und letztendlich gefreut haben sich die Unternehmen, die eben keine großen Lohnerhöhungen geben mussten. Und das hat sich ein Stück weit gewandelt. Den Organisationsgrad in vielen Betrieben, den haben wir weit über 50% gebracht. Die Leute haben ein ganz anderes Selbstbewusstsein, die leben jetzt Gewerkschaft und so sollte das sein. Und so kann man eben auch schlechte Verhältnisse wieder gerade rücken. Ja, das kriegt man nicht von heute auf morgen hin, selbstverständlich, weil wir müssen eben auch an die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen denken. Deswegen aber die Leute auch wirklich sehr gut ab. Also da gibt es keine überzogenen Forderungen, sondern die kennen ja ihren Betrieb, die wissen, was sie produzieren und die wissen auch, was am Ende übrig bleibt. Wir haben gute Betriebsräte, die im Wirtschaftsausschuss auch tätig sind und da werden eben auch wirklich verantwortungsvolle Forderungen gestellt und wir setzen die eben jetzt mit einem guten Organisationsgrad eben auch um. Und wir sind uns auch nicht mehr zu schade zu sagen, okay, wir streiken mal 2,5 Wochen durch. Das haben wir letzten Sommer auch gemacht. Also da hat auch keiner mehr Angst, die sind fest entschlossen. Sagt Thomas Lissner, das ist neu im Osten, dass der Ossi auch mal streikt. Sowohl Thomas als auch ich, wir beide aus dem Osten können da nur sagen, richtig so sollten wir machen. Hoher Organisationsgrad schafft gute Löhne. Gute Löhne schaffen auch gute Arbeitsplätze und schafft auch Wohlstand. Und vor dem Hintergrund ist die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft gerade jetzt wichtig. Was nehme ich mit? Es gibt ein anderes Bewusstsein darüber, was sozusagen geht, gerade wenn es um solche Auseinandersetzungen geht. Aber wir müssen auch, und da sehe ich ein bisschen optimistischer als Thomas, wir müssen auch, glaube ich, durchaus gesetzlich ran. Wir müssen verhindern, dass bei solchen Betriebsstilllegungen die Belegschaft quasi raus ist, der Betriebsrat eigentlich nichts zu melden hat. Auch im Übrigen das Umfeld, also die Stadt Wilka-Haslau oder so, völlig aufs Bitteln und Betteln verwiesen ist. Keine Vetorechte haben, keine Überprüfungsmöglichkeiten, keine Möglichkeiten, auch dort dem Unternehmen Grenzen zu setzen. Das brauchen wir. Und das braucht, ich finde ja auch, ein Verbot von betriebsbedingten Kündigungen dann, wenn es dafür gar keinen Grund gibt. Sprich, die unternehmerische Entscheidung muss auch gerichtlich überprüfbar sein, was sie derzeit nicht ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg in Wilka-Haslau, einen langen Atem
den werdet ihr brauchen. Wir sind dabei. Alle, die das jetzt sehen, auch teilt das, teilt das, teilt das. Die Information, Haribo muss Druck kriegen, nicht über Boykotte, das macht wenig Sinn, sondern über den gewerkschaftlichen Druck, auch tatsächlich über die Anfragen aus der Politik. Vielen Dank, Thomas, dass du da warst. Wir bleiben in Kontakt und wir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehen uns nächste Woche wieder. Dann habe ich mir Fabio De Masi eingeladen. Fabio, Mitglied im Deutschen Bundestag für die Linksfraktion, und dort ist er für die wirtschaftspolitischen Fragen zuständig. Ich spreche mit ihm über Ökonomie, Vermögensabgabe und vielleicht kommt auch ein bisschen Wirecard und Olaf Scholz mal vor, wer weiß das schon. Bis dann. Tschüss.